Seit 26 Jahren, seit 1997, gibt es die AG Rudo. Und primär oder viele der Mitglieder, die kommen aus Alt-Rudo. Und gerade da machen wir viele Aktionen wie die Rudoer Meile oder kümmern uns dort um die Weihnachtsbeleuchtung. Aber wir haben auch viele Mitglieder, die in ganz Rudo verstreut sind. Zum Beispiel sind wir jetzt in der Gartenstadt bzw. in der Frauensiedlung in Rudo. Und da kommen wir gleich zum nächsten Betrieb, der Fahrdienst Jessica. Dann wollen wir gleich mal rein und die bei der Arbeit stören. Hallo, hallo. Hallo. Wir sind jetzt beim Fahrdienst Jessica. Ich versuche mal nicht ganz so zu schreien, denn hier wird gearbeitet. Aber ich will ja zu einer bestimmten Person, nämlich zu dem Chef, zu dem Nico. Hallo, hallo. Hallo. Wo finde ich denn den Nico? Der ist hinten beschäftigt. Soll ich ihn mal holen? Ja, das wäre super. Oder ich gehe nach hinten. Je nachdem. Oder so. Ja, folgen Sie mir. Suchen wir den gleich mal. Dann sehen wir nämlich ganz viele Einblicke hinter den Kulissen. Klopf, klopf, hallo. Klopf, klopf, hallo. Die AG Rudo ist hier. Sei gegrüßt. Grüß dich, Nico. Hi. So, und wie angekündigt, die AG Rudo, das ist ja nicht nur der Vorstand, sondern das sind ja alle unsere Mitglieder. Und wir sind fast 50 und heute sind wir bei Nico, beziehungsweise beim Fahrdienst Jessica. Genau. Und ja, Nico, seit wann gibt's euch? Uns gibt's jetzt seit September 2015. Klein angefangen, schnell aufgebaut. Sind jetzt bei einem Mitarbeitergröße von, ich glaube, 35, mussten uns im Dezember stark kurzzeitig reduzieren, aus finanziellen Gründen, wofür der Staat auch ein bisschen was kann. Wir haben derzeit 20 Fahrzeuge im Schulbereich und 3 Reisebusse. Reisebusse, das heißt, genau mal zu erklären, das ist ja das, was wir jetzt so wollen, wenn wir unsere Mitglieder hier vorstellen. Wollen wir natürlich auch, wir sind ja nicht jetzt ein gemeinnütziger Verein, sondern wir sind ja ein Zusammenschluss von Unternehmern. Das heißt, Werben ist ausdrücklich erlaubt. Das heißt, was macht ihr denn so? Was kriegt man bei euch? Ist das jetzt nur was für Unternehmen oder auch für Privatleute? Was kann man bei euch alles bekommen? Also bei uns bekommt man das rundum sorglos Paket, wenn man es haben möchte. Wir machen Fahrten für Firmen, wir machen Privatfahrten, wir machen Hochzeitsfahrten, Junggesellenabschiede, Schulklassenfahrten, Kita-Reisen, längere Ausflüge übers lange Wochenende. Wir haben ganz viele Sportvereine, die wir sponsoren und auch unterstützen. In den Auswärtsspielen, in ihren Lagerfahrten, also Turnierlager und was ich was alles. Wir machen eigentlich alles. Wir sind wirklich für jeden Mann da. Ihr macht ja auch Krankentransporte? Wir machen auch Krankentransporte. Derzeit nicht so viel, weil wir da so extrem ausgebucht sind und weil die, ich sag mal so, unser Ziel ist immer pünktlich zu sein. Und das ist bei Krankenfahrten nicht möglich. Warum? Liegt nicht an uns, liegt an den Ärzten, dass sie die Gäste, also die Patienten halt da 1, 2, 3 Stunden rumstehen lassen oder rumsitzen lassen und dann kommen wir nicht mehr dazu. Also können wir nicht wirklich alles annehmen, was möglich ist. Wir spezialisieren uns hauptsächlich auf den Schülerverkehr. Wir haben viel mit Menschen mit Behinderungen zu tun, Kitas und unseren Reiseverkehr. Und du sagtest mir, als wir letztes Mal gesprochen hatten, wir sind immer pünktlich. Also seid ihr eine echte Alternative zur Deutschen Bahn. Kann man wohl so sagen, ja. Wir geben uns echt Mühe und haben auch dementsprechend guten Zuspruch, dass wir wirklich Punkt oder vorher noch am Ort sind, wo die Leute ihre Reise antreten wollen. Jetzt kennen wir Rudoer, Rudorinnen und Rudoer, immer Rinnen zuerst. Ja, die Fahrzeuge, die sehen wir ja oft in Rudo rumfahren, aber seit 2 Jahren seid ihr ja noch auffälliger auf den Straßen geworden. Da gibt es ja richtige große Reisebusse. Genau, die Reisebusse. Seit 2 Jahren sind wir im Reisebusgeschäft. Wir sind auch seit diesem Jahr gut angekommen und auch gut ausgebucht. Und diese Reisebusse sind voll in unserer Farbe, im Erika-Violett, also ein Eyecatcher. Und ja, macht Freude. Also sie werden gesehen. Und woher kommt der Name Jessica? Ist das jetzt irgendwie deine Tochter? Von meiner Frau. Oder von der Frau? Von meiner Frau, genau. Besser als ein Fahrdienst Nico, da möchte keiner einsteigen. Dann hoffen wir mal, dass das auch lange hält. Der Name ist patentiert. Okay, sehr schön. Ja, und da hattest du mich ja auch auf ganz tolle Ideen gebracht. Da habe ich als Unternehmer ja selber schon nachgedacht. Ihr macht das ja auch, wenn man jetzt das Unternehmen sagt, oh, wir wollen mal eine Fahrt machen mit der ganzen Belegschaft. Und wir sind schon ein paar Leute. Da kann man zusammen eine Fahrt in den Spreewald machen oder in den Freizeitpark.
Sowas bietet ihr alles an. Sowas machen wir, genau. Haben wir auch schon öfters gemacht. Wir selber haben auch schon unsere Ausflüge gemacht. Wir sind auch mal die ganzen Truppe nach Diedersdorf, haben auch einen ganzen Tag verbracht mit Animation und Spiel und Spaß. Wie gesagt, aber sonst ein Spreewald, klar. Wir haben auch viel schon Heidepark und so eine Sachen, alles schon durch. Und wir sind jetzt hier in der Frauensiedlung. Sag mal genau die Adresse, wo findet man euch, wenn man jetzt sowas buchen möchte? Na klar, Internetseite, Adresse, vielleicht das einfach mal nennen. Hier man findet uns in der Lieselotte-Berger Straße 42. Das ist die große Bushauptstraße in der Gartenstadt Rudow. Internetadresse? Internetadresse ist www.fahrdienst-jessica.de. Ja, Werbung, wie gesagt, ausdrücklich erlaubt bei der AG Rudow. Und dieses Jahr feiern wir 650 Jahre Rudow. Also vor 650 Jahren im Juni, sag mal Juno, damit man Juli und Juli ja durcheinander bringt. Im Juni, da wurde Rudow das erste Mal erwähnt. Und das feiern wir mit ganz, ganz vielen verschiedenen Events. Also in Rudow gibt es eine Veranstaltung nach der anderen. Wir machen sozusagen eine zentrale Sache zu Pfingsten. Das Ganze findet auf dem Edeka-Parkplatz zu Pfingsten statt, Pfingstmontag und Pfingstsonntag. Und kommt vorbei, also in Rudow gibt es viele Unternehmen, viele Veranstaltungen. Hier ist immer was los. Und ich freue mich schon, wenn ich euch bei der nächsten Folge das nächste Unternehmen vorstellen darf.